So, servus gut und herzlich willkommen zum einzigen EFC 24 Tutorial mit dem KKK. Mein Name ist Bruno. Nachdem ihr hoffentlich schon relativ gut dabei seid, möchte ich euch heute wieder etwas vorstellen, was direkt aus dem realen Fußball kommt. Und zwar die Spielidee einer Mannschaft, die zum ersten Mal es geschafft hat in diesem Jahr, nicht nur in der ersten Fußball-Bundesliga dabei zu sein, sondern eben darüber hinaus sich auch in dieser ersten Saison für ein weiteres Jahr erste Fußball-Bundesliga zu qualifizieren. Die Spielidee des ersten FC Heidenheim unter Frank Schmidt. Ja, die eine relativ reaktionäre ist in den meisten Fällen jedenfalls. Ich will damit jetzt niemandem Unrecht tun oder sowas, aber das ist eine Idee, die euch auch dann helfen kann, wenn ihr gerade entweder relativ neu seid in EAFC oder vielleicht auch gerade relativ neu im Online-Gameplay und da versucht euch eben ja eure Sporen zum ersten Mal zu verdienen und dabei nicht zu viele Torchancen zuzulassen und hin und wieder eben auch mal den einen oder anderen Sieg einzufahren. Nehmen wir dafür als Grundsatz erstmal so ein 4-4-2 halten, ja relativ wichtig, dass wir wirklich diese zwei Viererketten parallel zueinander haben, da geht es auch um eine gewisse mannschaftliche Kompaktheit, die man gerade in der Defensive erstellen muss und dann eben in der Offensive auch immer so ein Element von Tempo, von relativ simpel eigentlich Torchancen herausspielen können, wenn sich eben die Räume dazu ergeben und dafür ist eben dieses 4-4-2 halten wirklich prädestiniert, entscheidend im Defensivstil hier ausgeglichen verschieben, gerne ein kleines bisschen breiter, Tiefe gar nicht so hoch. Ja, damit wir auch wirklich nicht allzu hoch irgendwie verteidigen, damit wir auch nicht so anfällig sind, was eben lange Bälle angeht. Wir wollen eben nicht relativ einfach auch zu Torchancen einladen oder relativ viele freie Räume bei uns zulassen. Es geht nämlich wirklich darum, auch gerade diese Räume relativ eng zu halten und damit auch beide Ketten eigentlich vom Mittelfeld und Abwehr relativ dicht aneinander. Fürs Aufbauspiel gerne den langen Ball. Ja, ist eine der Variationen, die relativ gut funktioniert, gerade dann, wenn man eben häufig auch lange Pässe spielt. Das geht eben dann auch über die Flügel sehr, sehr gut. Ja, da müssen wir die Flügelspieler eben einbinden und gegebenenfalls eben auch mal den ein oder anderen Stürmer, wenn die mal Läufe starten. Das funktioniert eben über Dreieckpässe oder L1-Dreieckpässe in dem Fall, damit die auch vergleichsweise hochkommen, je nachdem, was der Gegner euch da wieder anbietet. Und in der Chancenarbeitung definitiv auch wieder die direkten Pässe, damit die Leute da relativ schnell reinlaufen und wir in der Lage sind, da einfach über Kontersituationen auch zu Torchancen zu gelangen. Für die Breite da eben ein kleines bisschen mehr, damit wir auch wirklich die komplette Breite des Spielfelds da einbinden, weil sonst haben wir mit Ehren Dingschi und Niklas Beste da in diesem Fall ein bisschen Probleme. Oder wenn ihr das eben mit anderen Mannschaften umsetzen wollt, dann mit euren Flügelspielern, die eben auch dann vergleichsweise schnell und durchaus auch technisch ein bisschen versiert sein dürfen. Spieler im Strafraum gerne ein kleines bisschen mehr, weil wir auch versuchen wollen, vielleicht mal in der einen oder anderen Situation zu Flanken zu kommen. Und ihr kennt das sowieso in EAFC, sobald ihr irgendwie so im gegnerischen Strafraum seid und euch dann so der Torauslinie nähert, könnt ihr den Ball auch immer relativ gut zurückpassen. So Richtung 5 Meter Kante, Richtung 11 Meter Punkt und da wird häufig jemand warten, der den Ball dann eben reinschießt. Und das ist auch eben einer der Elemente, wie man relativ einfach zu Toren kommt. Ecken und Freistöße wie üblich nicht ganz so wesentlich. Kommt darauf an, was für Variationen ihr da persönlich bevorzugt. Für den Sturm jetzt relativ wichtig, Tim Kleindienst. Klar, ist auf jeden Fall ein Brecher. Das ist eine Anspielstation, der soll sich zentral orientieren. Für Pieringer daneben erstmal gar nichts. Ja, das passt dann eben doch relativ gut, damit wir da auch so ein bisschen klar definiert haben, was die eigentlichen Rollen sind, mit Kleindienst eben eher die Anspielstation, mit Pieringer, je nachdem, was der Gegner anbietet, kann er eben mal einen Vorstoß starten, kann er sich auch mal ein bisschen fallen lassen, ist eben abhängig, so und dann Dingschi ganz klar hinten, Defensive verstärken, außen bleiben, Abwehr überlaufen, das sind die Sachen, die wir da haben, damit wir das Tempo reinkriegen, aber auch wirklich die Verstärkung in der Defensive und eben außen bleiben, weil wir da ansonsten niemanden sonst in die Offensive mit reinschicken wollen, auf der anderen Seite mit Niklas Beste genau dasselbe für die Außenverteidigung, wichtig hinten bleiben bei Angriffen und übergreifen und das auch wirklich auf beiden Seiten hier in diesem Fall. Für die Sechser, ja, sind eben eher Sechser, aber auch teilweise auch so ein bisschen verkappte Achter, Passwege zustellen, hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken und für den jeweils etwas spielstärkeren Mann dann hier in diesem Fall auch noch den tiefstehenden Spielaufbau, damit man da dann bei eigenen Vorstößen auch Passoptionen eröffnet, damit man sowohl immer mal guckt, okay, muss man den Ball von hinten vernünftiger raustragen, muss man ein bisschen weiter nach vorne gehen. Je nachdem eben, was der Gegner anbietet, kann man hier dann eben auch so jemanden haben, der ja mehr so in die Spielmacherrichtung dann reingeht und im Zentrum das versucht eben auszufüllen. Das kann eben für euch relativ wichtig sein und für den Torwart ganz klar, Flankenfänger, Torwart, Libero, die aktiven Torwart-Eigenschaften, die immer dabei helfen, auch ein kleines bisschen mehr den Torwart davon zu überzeugen, dass es nicht immer sinnvoll ist, einfach nur auf der Linie zu kleben und gerade auch in 1 gegen 1 Situationen gegen Stürmer den Winkel ein bisschen weiter zu verkürzen und damit euch häufiger einfach eine weiße Weste zu bescheren. In dem Sinne, viel Erfolg damit, probiert das gerne mal aus, gerade auch gerade dann eigentlich, wenn ihr noch so ein bisschen für euch sucht und überlegt, was eine erste stabile Idee bei euch sein könnte, dann ist das hier mit Sicherheit eine Überlegung wert. Viel Erfolg und danke, ciao.